Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem speziellen Ort. Ein Ort, der mich geprägt hat, ein Ort, an dem viele Dinge passiert sind, wo wir viel Zeit verbracht haben in der Jugend. Und ich denke mal, das ist ein guter Ort, um heute für das 1000 Abonnenten-Special ein paar Worte zu verlieren. Jetzt, wo ich schon aufpasse, dass ich mich nicht auf die Schnauze lege, aber wir wollen ja irgendwann ein Enduro fahren, deswegen muss ich auch klarkommen, hier auf dem Kies rumzuballern. Ja, wir fahren da unten lang, weil wir haben schon mehrmals Anschiss bekommen, dass wir hier oben nicht lang fahren dürfen. Ich habe keinen Bock, dass jetzt so ein Rentner kommt und mich abfuckt bei diesem besonderen Video. Nur aufpassen, dass uns hier keiner umrungst. Und dann sind wir gleich schon da. Jetzt kommt hier gleich ein übelstes Schlagloch, da vorne ist es schon. Oh nee! Hier. So, dann werden wir die Karre jetzt hier abstellen. So, hier ist die gute alte Bank. Viele kennen die, die aus Erfurt kommen. Die geile Allee. Und hier unten ist Erfurt City. So, meine lieben Freunde, wir setzen uns jetzt mal hier hin. Ganz entspannt. Und genießen den Ausblick. Das ist hier ein schöner Ruheort. Beziehungsweise so ein Ort, der dir ein bisschen Energie gibt. Und an die alten Zeiten erinnert, wie alles angefangen hat. Hier haben wir uns auf jeden Fall oft getroffen mit den Kumpels früher. Schöne Zeiten erlebt. Um was geht's heute? Wir reden heute über das 1000 Abonnenten-Special. Ich habe oft überlegt, was wir machen können oder nicht. Aber im Endeffekt, das sind alles so kleine, coole Videoideen, die wir für einzelne Videos nutzen können. Und dann machen wir heute einfach mal ganz entspannt, kurz und knapp, ein paar Worte, die ich zu verlieren habe. Jetzt fangen wir mal von ganz vorne an, meine Guten. Früher mit 15 Simson gefahren, erste Kontaktpunkte mit Motorrädern oder mit kleinen Motorrädern. Ja, dann schnell rübergestiegen auf A1. Ich werde für euch ein bisschen ein paar Bilder einblenden von der alten Zeit, ein bisschen schöne Musik vielleicht drunter schieben. Einfach nur ein bisschen in Erinnerung laufen lassen über die Zeit jetzt, die ich Motorrad fahre und was ich für schöne Sachen gemacht habe und was wir für schöne Bilder gemacht haben. Einfach nur ein bisschen als Geschichte nebenbei laufen. Aber mir fällt es ein bisschen schwer heute, darüber zu quatschen, weil da viel dahinter steckt. Ja, also meine Geschichte kennt ihr ja, Simson gefahren, dann eine KTM Duke gefahren, dann von der Duke auf eine Kawasaki Ninja und jetzt auf die Supermoto KTM SMCR. Warum Motorrad fahren, ja? Warum Motorrad fahren, ist eine gute Frage, ne? Das ist einfach das Gefühl, die Freiheit, die Liebe, den klaren Kopf, den dir das Hobby gibt, die Möglichkeiten, die Welt zu erkunden, zu reisen. Man kann es nicht beschreiben, das Gefühl in der Brust. Jeder kennt es, der Motorrad fährt. Da steckt viel mehr dahinter als ein paar kurze Wörter hier. Wo ich es am meisten gemerkt habe, war, wo ich ein Jahr, zwei Jahre kein Motorrad gefahren bin, beziehungsweise keinen Führerschein hatte für eine höhere Klasse und dann mich wieder entschieden habe, Motorrad zu fahren. Da bin ich auf der Terrasse bei uns im Kreis gesprungen. Ich habe mich gefreut wie ein Kind. So krass habe ich mich lange nicht mehr gefreut, wie in diesem Moment, wo ich gesagt habe, fahre jetzt, mach jetzt A2 und dann ich mache auf. Und das hat mir einfach nur gezeigt, dass das genau das richtige Hobby ist. Ja, und es stimmt, es ist das richtige Hobby. Kommen wir eigentlich zum Wesentlichen. Ich möchte mich vom Herzen bedanken, vom ganzen Herzen bedanken für diesen ganzen Support. Wir sind jetzt über 1000 Leute auf YouTube schon. Wir sind um die 100 Leute auf Twitch. Geile Zeit auf Twitch. Macht übel Bock, mit euch abends zu chillen und ein paar Videos zu reacten und ein paar lustige Sachen zu machen. Und vor allem Instagram sind wir jetzt 9000 Follower und TikTok, ja, 13.000 glaube ich. Aber es geht einfach nur darum, dass wir einfach diese Gemeinschaft teilen. Scheiß auf die Zahlen. Wisst ihr, was mit den Zahlen ist? Die Zahlen ermöglichen einfach einen nur, neue Türen zu öffnen. Und ich finde es so krass, dass ihr diese Videos supportet. Wir haben früher, wir waren die kleinen Kitties, die früher Grenzgänger-Videos geguckt haben. Es war, keine Ahnung, 2015 oder so. Ich weiß nicht, wann das alles losging. Vielleicht noch älter. Das war das. Das war genau das, was wir wollten. Jetzt haben wir alle Mopeds und es macht so Bock, viel erlebt. Und es spiegelt sich auch im Alltag wieder. Es passiert viel, viel Müll im Leben. Um älter ihr werdet, umso mehr passiert gefühlt. Es gibt viele Tiefen. Natürlich gibt es dann auch wieder Höhen, aber die Höhen, die retten dich auf jeden Fall immer mit dem Motorradfahren. Also das Motorradfahren hat mich nie enttäuscht. Das hat mich immer rausgeholt. Als Motorradfahren weiß ich, wenn ich Motorrad fahre, geht es mir gut. Und das ist so schön an diesem Hobby. Das ist einfach das, was einem gut tut. Wir teilen das mit euch, beziehungsweise ich teile das mit euch ein bisschen auf Social Media. Ich hätte nie gedacht, dass ich so Social Media Zeug mache, aber ich habe mir irgendwann gedacht in meinen Tiefen in den letzten Jahren, ja, du willst doch mal was selber auf die Beine bringen, selber was erschaffen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, mit was? Und dann das Naheliegendste ist das geliebte Motorrad-Hobby. Und wir haben mit Bildern angefangen, mit
unseren, glaube schon mit den 125ern haben wir viele Bilder gemacht und dann zu den Videos und jetzt auf YouTube-Videos. Ich hätte nie gedacht, dass das so endet oder dass ich jetzt an dem Punkt stehe. Und wir sind fast bei den 10.000 Followern, 1.000 auf YouTube, also das sind ja wahnsinnige Zahlen. Hättest du mir das früher erzählt, ich hätte es nie geglaubt. Ich bin ein ganz normaler Typ wie ihr. Also wenn ihr denkt, ich, keine Ahnung, ich bin irgendwo anders, das stimmt nicht. Ich bin ein ganz normaler Junge, nur der nimmt halt die Kamera in die Hand und labert ein bisschen Quatsch, ne? Um was geht's eigentlich? Es geht eigentlich darum, ich möchte mit euch, mit den Videos, nicht die Welt retten, aber einfach das Schöne ins Leben bringen. Weil das Motorradfahren ist was sehr Schönes. Wir können es vielleicht wieder ein bisschen beliebter machen, die Jungs und Mädels auf die Bikes holen, Gemeinschaft erleben, Freiheit zu genießen, das Gefühl in der Brust zu erleben. Wir können Licht in die Dunkelheit bringen. Blöde Zeiten kommen immer im Leben und das Motorradfahren bringt dir aber die Liebe und die Gemeinschaft und die Community, in der wir leben, die gibt dir so viel Kraft, dass du alles schaffen kannst im Leben. Und das ist ein gutes Stichwort, sag ich mal. Ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt hier stehen. Klar, wir sind am Anfang, aber das ist unbeschreiblich. Das ist Wahnsinn, Alter. Wo wir jetzt schon stehen, nach, ja, keine Ahnung, ein, zwei Jahren. Oder nach einem Jahr, ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht zurückrechnen, denn es ist auch egal, denn es ist ein Hobby und es ist eine Leidenschaft. Was ich euch vielleicht versuche zu vermitteln, ist das mit dem Content, den ich hier für euch produziere oder den wir gerne mal zusammen produzieren können, was wir jetzt schon machen, dass wir einfach ein bisschen Freude, Liebe in die Welt bringen, Spaß haben, wenn jemand einen harten Arbeitstag hat, dass wir uns die geilen Videos angucken, die Erinnerung. Und indem ihr mich unterstützt, schenkt ihr mir viel Freiheit und gibt mir die Möglichkeit natürlich viel mehr zu machen. Ne? Es ist nicht leicht. Aber durch die Fleißigkeit, nennt man das so, durch Fleiß, Herzblut und Liebe und Durchhaltevermögen geht es. Deswegen glaubt an eure Träume. Bitte, also das ist klar, das ist so eine scheiß Floskel, komm, wir gehen mal hier runter. Aber ich merke ja selber, wenn man ein bisschen fleißig ist, wenn man Herzblut hat, wenn man weiß, wo man herkommt, wenn man versucht, Liebe, Freude ins Leben zu bringen, obwohl viel, viel Gegenwind kommt, aber trotzdem weitermacht, dann wird es dir gedankt. Und ich merke es an euch, meine Süßen, ihr dankt mir das ja so sehr, indem ihr einfach da ein Abo da lässt, da ein Like macht, da einfach mal einfach zuschaut, einfach da seid, euch den Rotz hier anguckt. Und das ist das Wichtigste. Scheiß auf die Likes. Es geht um die Zeit. Das ist wahr. Es gibt nichts Wertvolleres als Zeit. Und wenn ihr mir die Zeit hier schenkt, indem ihr den Content anguckt, Wahnsinn, Alter. Ich kann dann nur Danke sagen. Ich habe dann nur Liebe für euch. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Genau. Schauen wir einfach mal in die Zukunft. Wo wollen wir hin? Ich habe Bock, mit euch was zu starten. Natürlich viel krankheitsbedingt und tiefenmäßig in den letzten Wochen, Monaten ging das nicht. Es werden immer Tiefen da sein. Aber durch uns, können wir über die Tiefen drüber ballern. Hä? Was wollen wir machen? Ich würde gerne mal ein paar Ausflüge machen. Natürlich muss man mal gucken wegen der Zeit. Ne? Zeit ist so knapp, Alter. Man muss ja nebenbei noch arbeiten. Alles, das ist alles nicht einfach, aber ist egal. Es geht. Also ein paar Ausflüge. Vielleicht erkunden wir Thüringen weiter. Das denke ich mal war ein ganz cooles Format. Ich habe in der Zukunft Bock, noch weiter wegzufahren, wenn es geht. Wenn die Türen aufgehen, dass wir übel krasse Reisen machen, dass wir zusammen irgendwas veranstalten, dass wir vielleicht mal auf die Events gehen, die überall in der Motorradszene so beliebt sind. Geile Projekte. Wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt es rein. Schreibt mich an, wenn ihr Bock habt auf irgendwas. Gerne schreiben, weil ich muss das nicht alleine machen. Wir sind eine Community, meine Lieben. Wir können gemeinsam was schaffen. Und auch einfach mal ein bisschen Ehrlichkeit und Transparenz und Loyalität und Herzblut ins Internet bringen. Da gibt es so viele Blender. Die Karre kostet 10.000 Euro. Ich kann es immer noch nicht fassen. Eigentlich könnte ich es mir gar nicht leisten. Durch einen Fehler, sag ich mal, ja, hab's mir gekauft. Nee, nicht durch einen Fehler, aber taktisch klug war es nicht. Finanziell gesehen. Aber man muss einfach schätzen, was man hat. Deswegen feiere ich jedes andere Moped auch. Ey, da steckt so viel Herz und Liebe drin. So viel Geld vor allem. So viele Geschichten, wo ich meine 125er abgegeben habe, habe ich geflennt, weil da so viele Geschichten drin gesteckt haben. Und wir gucken, dass wir mit der Süßen und mit euch und mit den ganzen Kanälen und so weiter und so fort eine schöne Geschichte zaubern können, eine schöne Reise weitermachen können. Mal sehen, wo es uns hinführt. Ich bin offen für mehrere Projekte. Wir können es eh nicht bestimmen. Wir können die Richtung ein bisschen einschlagen, aber im Endeffekt geht es ums Motorradfahren und dass wir alle eins sind. In dem Sinne, meine lieben Freunde, seid gespannt aufs nächste Video. Das nächste Video wird, denke ich mal, Top-Speed-Video sein, was die Süße hier schafft. Da geht's wieder ab, Alter. Und ich bedanke mich vom Herzen, auch wenn ich keine süßen Herzen machen kann. Gehen wir nochmal hoch, genießen nochmal die Aussicht und ich hoffe, ich konnte es euch halbwegs rüberbringen, aber ihr wisst, ich habe immer Liebe für euch übrig. Seid stark, glaubt an eure Träume, zieht durch, bringt Licht in die Dunkelheit und ich bedanke mich vom ganzen Herzen, meine Lieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.